Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben im letzten Video bereits die hypergeometrische Verteilung kennengelernt, als eine Verteilung, die sich ergibt, wenn ich aus einer Urne mit einem gewissen Anteil an Kugeln, Kugeln rausziehe und die Kugeln dabei nicht zurücklege. Also ich habe halt zwei Farben von Kugeln da drin und ich ziehe die halt raus, ohne zurückzulegen. Und ich frage mich jetzt eben halt, oder interessiere mich jetzt eben dafür, wie viele Kugeln einer bestimmten Farbe ich erwische. Und in diesem Video möchte ich nochmal eine ganz interessante Eigenschaft vorstellen oder einen ganz interessanten Zusammenhang zwischen den Verteilungen, die wir schon kennen. Das Ganze ist aus einer Übungsaufgabe entstanden und ist halt einfach interessant, weil es halt die hypergeometrische Verteilung nochmal kombiniert mit der Binomialverteilung, die wir ja schon kennen. Wir betrachten also nochmal zwei binomial verteilte Zufallsvariablen x und y, wobei die in x jetzt eben halt binomial verteilt sein soll mit den Parametern b1 und p. Das heißt, hier habe ich halt mit der Erfolgswahrscheinlichkeit p b1 Versuche und x gibt jetzt an, wie viele Erfolge ich schaffe unter diesen b1 Versuchen. Und y soll eben binomial verteilt sein mit den Parametern b2 und p. Das heißt also, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist dieselbe, nämlich p, aber die Anzahl Versuche ist anders, b2, und y beschreibt jetzt wieder die Anzahl Erfolge unter diesen b2 Versuchen. Wir wissen bereits, das haben wir bereits im letzten Video oder im vorletzten Video argumentiert, dass die Summe z, die sich ergibt als x plus y, ebenfalls binomial verteilt ist, mit den Parametern b1 plus b2 und p. Also das heißt, die Anzahl Versuche sich einfach aufaddieren und die Erfolgswahrscheinlichkeit p gleich bleibt und z ist dann ebenfalls binomial verteilt. Wir haben diese Eigenschaft auch Reproduktivität genannt. Und jetzt interessieren wir uns mal für die Situation, dass wir diese Summe z bereits kennen. Also wir wissen bereits, dass die Summe zum Beispiel 7 ist. Und was sagt das nun über die Wahrscheinlichkeit für x oder y aus? Also rein formal interessieren wir uns also für die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable x den Wert l annimmt, wenn die Zufallsvariable z, also diese Summe, bereits k ist. Und das ist ja rein nach der Definition dieser bedingten Wahrscheinlichkeit erstmal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x gleich l ist und z gleich k ist, normiert auf die Wahrscheinlichkeit dafür, dass z überhaupt k ist. Und das wiederum kann ich ja jetzt, wenn ich weiß, dass die Summe z ist, wenn die Summe z k ist und der eine Summand, nämlich dieses x, schon l ist, dann ist das ja äquivalent dazu zu sagen, dass y eben halt k minus l sein muss. Das heißt, ich kann diesen Term eben halt auch so darstellen, dass x gleich l ist und y ist k minus l. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass diese beiden Zufallsvariablen x und y unabhängig voneinander verteilt sind, dann kann ich hier aus dieser Schnittmenge wieder die Wahrscheinlichkeiten aufmultiplizieren. Das war die Schlussfolgerung daraus, dass wir machen können, wenn die Zufallsvariablen oder wenn die Ereignisse hier in der Schnittmenge eben unabhängig sind, dann ergibt sich die Wahrscheinlichkeit für diesen Schnitt eben als Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten. Das heißt also, ich kann darstellen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x den Wert l annimmt, wenn ich schon weiß, dass die Summe k ist, ist also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x den Wert l annimmt, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit dafür, dass y den Wert k minus l annimmt und das Ganze normiert auf die Wahrscheinlichkeit dafür, dass z den Wert k annimmt. Und da diese einzelnen x, y und z, hier diese drei Zufallsvariablen, da die ja jetzt jeweils ebenfalls binomial, dass die ja jetzt jeweils binomial verteilt sind mit diesen Parametern, bedeutet, dass ich hier für diese Terme x gleich l und y gleich k minus l und z gleich k ganz konkrete Massenfunktionen einsetzen kann. Hier für das x gleich l kann ich nämlich beispielsweise die Massenfunktion der Binomialverteilung mit diesen Parametern an der Stelle l einsetzen. Und hier kann ich die Massenfunktion der Binomialverteilung mit diesen Parametern an der Stelle k minus l einsetzen. Und hier kann ich folgerichtig dann auch die Massenfunktion der Binomialverteilung mit diesen Parametern an der Stelle k einsetzen. Wenn ich das also mache, dann kann ich also, wie gesagt, für diesen Term setze ich hier diese Massenfunktion ein. Das war also b1 über l. Das ist sozusagen die Anzahl Möglichkeiten, aus den b1-Kugeln l auszuwählen. Und dann eben die Wahrscheinlichkeit, diese, die auch zu finden.
Und die anderen Kugeln eben halt, die Wahrscheinlichkeit dafür, aus den verbleibenden Kugeln noch B1-L Kugeln auszuwählen. Hier für diesen Teil habe ich diese Massenfunktion B2 über K-L und dann entsprechend die Wahrscheinlichkeit dafür, diese Anzahl Erfolge und Misserfolge in dieser Binomialverteilung zu schaffen. Und hier unten im Nenner steht eben die Massenfunktion an der Stelle K mit den Parametern B1 plus B2 über K und entsprechend hier die Wahrscheinlichkeitsterme. Und jetzt können wir das Ganze nochmal anschauen. Jetzt können wir nochmal diesen Term hier so ein bisschen vereinfachen. Und zwar steht hier nämlich zum Beispiel P hoch L und hier steht P hoch K minus L. Das Ganze sind ja alles hier Produkte, das wird ja alles durchmultipliziert. Das kann ich also entsprechend beliebig umsortieren und neu klammern, assoziativ und kommutativ gesetzt. Das heißt, ich kann also aus dem P hoch L mal P hoch K minus L einfach ein P hoch K machen. Die Exponenten sich ja addieren würden, dann wird es dieses L und dieses minus L halt weggeben, sodass ich hier noch P hoch K habe. Und das wiederum kürzt sich mit dem P hoch K da unten weg. Das heißt, hier taucht ein P, taucht im Grunde hier schon gar nicht mehr auf. Eine ähnliche Argumentation kann ich für das 1 minus P machen. Ich habe hier nämlich 1 minus P hoch B1 minus L. Und hier habe ich das 1 minus B hoch B2 minus K minus L. Und dementsprechend kann ich das Ganze aufaddieren, habe ich also B1 plus B2 im Exponenten und dann eben noch ein minus L und mit diesem Minus und Minus macht das Ganze nochmal plus L, da fällt das L weg, also nur noch ein B1 plus B2 minus K. Das Ganze steht hier auch nochmal und kürzt sich also auch wieder raus. Also dieser Term kürzt sich mit dem, was hier oben im Zähler überbleibt, bei dem 1 minus P ebenfalls weg, sodass ich dann am Ende dabei bleibe, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x gleich L ist, wenn z gleich k ist, ergibt sich hier als dieser Term. Es bleiben eigentlich nur noch die Binomialkoeffizienten über. Das ist das B1 über L, das ist das hier. Das ist das B2 über k minus L. Und das ist das B1 plus B2 über k. Diese ganzen p-Terme hier, die haben sich alle weggekürzt, die bleiben alle, fallen alle raus. Und das wiederum ist die Massenfunktion der hypergeometrischen Verteilung, die haben wir im letzten Video kennengelernt. Das heißt also, wenn ich zwei binomial verteilte Zufallsvariablen mit Parametern b1 und b2 und dem gleichen p habe und ich dann zusätzlich noch die Summe z betrachte, die dann eben halt auch binomial verteilt ist mit Parametern b1 plus b2 und p, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die eine Binomialverteilung den Wert L annimmt, wenn ich die Summe schon kenne, wenn die Summe nämlich K ist, dass diese Wahrscheinlichkeit ist dann hypergeometrisch verteilt mit den Parametern B1, B2 und K als Anzahl der Gesamtdurchführungen. Ja, das Ganze war es auch schon wieder. Heute ein etwas kürzeres Video, einfach weil ich diese Eigenschaft nochmal vorstellen wollte. Im nächsten Video möchte ich den zweiten Teil meiner Reihe schon abschließen. Also nochmal eine Zusammenfassung machen über das, was wir so kennengelernt haben, um dann im dritten Teil mit kontinuierlichen Zufallsvariablen, kontinuierlichen Verteilungen und weiteren Eigenschaften und Ungleichungen, die man so in der Wahrscheinlichkeitsrechnung kennen sollte, fortzufahren. Bis dahin erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anregungen habt, dann postet sie doch ganz gerne unter dem Video. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.